Aufnahme startet. Herzlich willkommen, Leute, ein neues, wunderschönes Info-Video im Mai. Hoffentlich seid ihr noch alle nüchtern, trotz 1. Mai. Und... keine Ahnung. Ich feier wohl doch eh nicht. Ja, und ich habe auch ein Bier hier stehen. Ja, Bier! Ein ungeöffnetes Bier habe ich stehen, Sven. Ja, wenn ich sagen kann, ich habe hier ein Bier stehen. Aber von einem Bier wirst du nicht besoffen. Das stimmt. Darüber könntest du ein Buch schreiben, Sven. Gar nicht wahr. Wofür mit einem Bier wirst du nicht besoffen. Und auf jeden Fall, Leute, dieses Infovideo hat ein bestimmtes Thema. Habt ihr vielleicht schon aus dem Titel genommen? Und zwar wollen wir aber erstmal anfangen, euch nochmal zu danken für... Dankeschön. Genau, das war's. Haut rein! Schau! Na, wir wollen nämlich einmal schön Danke... Ja, einmal schön Dankeschön, ja. Bitteschön. Wir wollen einmal Danke sagen für die... Warte, ja, ich muss kurz rechnen. Für die 16 Monate, die es jetzt schon sind. 16 Monate, ja. 16 Monate. Weiter mit die 17. 17! Warum machen wir dann das denn? Okay, wir haben nicht mal was zu 1000 gemacht, den wir in der Woche haben. Egal. Ja, aber da sind wir unschuldig, also da sind wir wirklich unschuldig ran, weil wir haben so schnell wieder welche verloren, bevor wir 1000 Abos Special überhaupt planen konnten. Ja, wir hatten schon quasi fertig und dann hatten wir 999 aber mal, als ich das hochladen wollte. Schade. Dann haben wir es gelöscht. Also, das wäre so krass gewesen, ne? Das Video war so. Das war das Finale vom All-In-Quiz, aber dann 99, dann habe ich gesagt, alles klar. Jetzt hat das All-In-Quiz jetzt löschen wir, alles klar, wollt ihr nicht sehen, alles klar, löschen, ja, nie wieder. Like, ciao. Tja, schade. Selber schuld für die Leute, die abonniert haben. Ja, Holger hat sich extra mal wieder Mühe gegeben und Bernd. Der Bernd ist auch mal wieder rausgekommen. Ja, jetzt hat gleich Bernd rausgeholt. Nachdem er 3 Monate schon verschwunden ist, oder 4 Monate fast. Ja, es ist der 4. Monat jetzt. Der 4. Monat ist endlich angebrochen ohne Bernd. Heftig. Ja. Ah. 4 Monate lang schneidet er schon echt schon mit Dolce. Vorher wie auf dem Video. Das ist das beste Video, was YouTube jemals gesehen hat. Warum immer so lange mal dafür gebraucht hat, ich weiß es nicht. Naja, aber war 30. Ne? Ja? Ja, schon, nicht schon! Ja. Aber auf jeden Fall, danke Leute für diese 16 Monate. Einige sind länger dabei, andere noch nicht so lang. Einer hat letztens gefragt, wer ist Bernd? Das ist der dritte aus dem Trailer. Die gibt es auch, der ist ein bisschen beschäftigt aktuell mit Sachen, die er lieber macht als YouTube. Das ist aktuell sehr viel, macht man halt nichts. Und aber einige sind halt wirklich seit 16 Monaten schon dabei. Und die lesen wir halt zwischendurch. Wir haben gerade eben erst in den Kommentaren nachgeguckt. Da gibt es auch so eine Übersicht, wer die meisten... Also nicht Übersicht, aber man sieht in den Kommentaren Namen, wer die meisten Herzchen von uns bisher gekriegt hat oder so. Genau, wer Top-Kommentator ist. Und das finde ich allein schon krass, wenn man sowas sieht, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass der, okay, der ist 16 Monate, kein Ding für den. Könnten ist schon krass. Ich könnte vom Gefühl her so... Ein paar Monate her, da haben wir gerade das japanische Logo da gerade gemacht. Wo du gesagt hast, Janik, das geht nicht. Janik war total begeistert davon und ich erst so, ja. Ich fand das super. Das war ein Haus, ihr müsst das so vorstellen. Das war ein asiatisches Schriftzeichen. All in, ja? All in japanisch, weißt du? Das ist quasi so ein Haus gewesen. Das war so aus. Das Haus ist auf und alle können rein, weißt du? All in. Fand's wenn du? Ich fand, war 100% davon überzeugt. Das kann man sogar noch sehen. Ja. In unseren ersten Videos wurde das für ein Intro verwendet, noch das Logo. Tatsächlich? Da war so ein Seitengasse oder so und dann kam dieses neon leuchtende Schild damit. Oh, ja, das müssen wir eigentlich echt nochmal irgendwie so Debüt machen. So, weißt du, weil wir nochmal so Zweijähriges haben oder irgendwie so. Ja. Ich hab's alle können halt schon mal so durchballern. Ja. Lass wieder das 1000 Abos bei FIFA. Wir zeigen einfach mal alle unsere Intros und Outros. Ja. Und am Ende einfach so, danke. Tschüss. Vielen Dank. Das war's. Lass ein Like da. Bis zu den nächsten 1000. Ja. War auf jeden Fall echt krass. Also nochmal, also danke an die Leute, die zum Beispiel so ein Infovideo gucken.
Danke an die, die einfach so, die uns die Likes da lassen, die Kommentare schreiben, die einfach auch aktiv seit Monaten dabei sind und denken, da wird noch ein bisschen länger dauern, bis ich wieder weggehe. Dafür ein dickes Danke. Weil es gibt so einige Möglichkeiten, die wir aktuell nicht gedacht hätten, so vor 16 Monaten quasi. Wo wir gedacht haben, ja, wir spielen jetzt ein bisschen das... Wenn wir den alten Rekord knacken, wäre schon krass. Der alte Rekord war 345. So quasi. Den hatten wir schnell. Den hatten wir schnell. Da war ich auch richtig schockiert, wo wir die 300 hatten. Ja, Bert und ich waren schon schockiert, dass wir auf einmal 36 hatten. Ich bin so schön dran, wenn du wenn das. Alter, Yannick, 36! Ne! Das ist 37, oh, ja. Was ist da los? Zwei Ausreißer, ne, eine kurze Zeit. Das ist so geil in der Gruppe. 38, was? Wo du dann auch immer so GIFs rausgesucht hast mit den Zahlen irgendwie so. Das haben wir aber alle gemacht. Wo Bert, ja, da wo Bert richtig motiviert, da gab es nachts immer hin und her Sprachnachrichten. Ey, Janik, ich kann nicht schlafen, was ist da los? Das mach ich wahnsinnig. Bernd, ich kann auch nicht schlafen. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch schon fast wieder ganz vergessen, da wo du es gesagt hast mit den Zahlen. Gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber das ist echt geil. Auf jeden Fall. Deswegen, wir haben jetzt bald wieder, wir sind jetzt knapp in den 1000 dran. Hätten wir echt nie gedacht. Deswegen ein dickes Danke an euch. Wir versuchen deswegen ja auch oft eure Meinung einzuholen, wie zum Beispiel, was haltet ihr von dem Projekt, wie findet ihr neue Banner, was wünscht ihr euch eigentlich so an Spielen wieder. Da haben wir ein paar Vorschläge gemacht, eure Vorschläge sind entgegengenommen, geguckt, was die meist beliebtesten davon waren, was wir davon aktuell auch gut umsetzen können. Und das haben wir jetzt also so wiederverwendet. In meinem Red Dead habt ihr schon gesehen. Morgen kommt dann die erste Handfolge. Du ja, musst ja, eine ja. Woche weiterdenken. Genau, noch eine Woche weiter. Wir haben den dritten. Gestern war der zweite, dann haben wir Q&A aufgenommen. Also alles eine Woche vor, weil wir keinen Platz mehr haben. Oh, ich finde das immer so kompliziert mit diesem Umdenken, ne? Ja. Hey, Moment, das kommt doch erst morgen raus. Was will er von mir? Sag mal, ey. Aber ich finde es halt echt krass. Also, wirklich, also so, auch so, was will ich so, YouTube-Kooperation. Ich weiß wohl, wie lange Sven und ich da mal einfach so durchgeguckt haben mit diesen YouTube-Feinden oder so. Man kann einfach nur. Boah, das war ätzend, war das. Das haben wir dreimal durchgeguckt, ist nie was bei rumgekommen. Jetzt haben wir so eine kleine YouTuber-Gruppe, die voll abgefuckt ist von uns jetzt, aber hey. Also, falls ihr das gerade guckt, ich entschuldige mich dafür nochmal, aber. Ich mich nicht. Es geht momentan nicht anders. Man muss das YouTube sich denken. Spaß hat es gemacht, zwei Sessions lang. Hey. Lass ihn einfach. Und jetzt. Oh, wir sind jetzt. Was denn? Wir kommen jetzt voll so arschlochmäßig rüber. Ist nun mal so. Es kommt, die Leute gucken es halt nicht. Wenn wir ein Spiel rausbringen wollen, was keiner guckt, dann können wir auch irgendwie Simulator spielen. Jetzt gegen Leute, die Simulatoren spielen. Aber sind nicht so beliebt auf YouTube. Sind nicht so beliebt bei uns. Also bei uns vor allen Dingen. Und darum geht's uns. Genau. Dass wir einfach das bringen. Wir wollen halt Sachen bringen, die Leute auch gerne gucken. Und je mehr Leute das gucken, desto besser ist das Gefühl für uns. Dass wir sehen, okay, das gefällt denen, das wollen die. Cool. Und wenn wir merken, okay, das ist das Schwächste, dann wird halt extrahiert. Von dem Film. Ja. Ein paar Folgen kommen ja noch von dem Projekt. Das ist quasi wie bei den Küken, wisst ihr? Es gibt ja die einen Küken, die männlichen Küken und die weiblichen. Weißt du, wenn man weiß, okay, Weibchen, die dürfen weiterleben, weil die ja noch Eier legen oder so, und die männlichen Küken werden in den Schredder gehauen. Weißt du, das? Und TNT ist quasi der männliche Küken. So ein Vergleich, ne? Das war jetzt gerade ein Brainfuck. Was war aber der? Ich sag ja 10 Minuten easy. Oder was? Ja? Oh Mann, ey. Minuten. Weißt du, ich denke jetzt gerade so ein süßes kleines Küken, wo du dann sagst, oh scheiße, du bist leider ein Junge. Zack in den Schredder. Ja, ist ja so. So ist er ja. Das arme Küken. So ist er nun mal. Aber wir sind kein Tierschutz, wir sind Unterhalter auf YouTube. Deswegen können wir uns über sowas lustig machen. Und jetzt, wo wir 10 Minuten geknackt haben, reden wir über Geld. 10 Minuten habe ich schon geknackt? Ja.
Und wir gerade noch so, das kriegen wir niemals hin. Ne? Aber ist ja auch egal, ist ja nur ein Info-Video. Erstmal 10 Minuten geknackt. Und um auf das Thema zu kommen, was weiter, warum wir eigentlich mit diesem Info-Video machen. Geil. Wir sind Profis. Du liest am Arbeitsplatz hier, oder wie das heißt. Du die auf Arbeit. Ja, so. Aber hey, in einer Stunde ist mein Pult wie fertig. Also passt. Geil. Auf jeden Fall. Kommen wir doch mal zum geldlichen Bereich. Und zwar habe ich mich mal umgeschaut auf, ihr kennt jetzt alle, jeder kennt Tierseller sein. MMOGA, man kann Spiele kaufen über Amazon, Steam, was weiß ich nicht. Also es gibt Seiten, die so eine komplette Übersicht bieten, welches Spiel gerade wo am billigsten ist. Mhm. Und wir haben eine Seite, die heißt Instant Gaming. Wird vielleicht da oder da gerade eingeblendet. Hallo. Schauen wir mal. Da, Evo. Einfach oben oder und da habe ich mal angefragt nach einer Partnerschaft. Die haben dann geprüft, passt, okay, passt das? Und dann haben die gesagt, jo, passt. Und deswegen haben wir da jetzt ab jedem Video, was demnächst rauskommt, und diesen Joystick habt. Wie zum Beispiel diesem Video hat nicht mehr der Controller, habt ihr vielleicht gesehen, sondern so ein Joystick. Das haben ja einige Videos schon gehabt. Oh ja. Und jedes Video, das quasi ab heute rauskommt, mit diesem Joystick, weil wir auch vorproduziert, die werden in der Beschreibung immer den Link, Affiliate-Link heißt, haben, wo ihr dann auf Instagaming kommt. Instagaming ist halt auch eine Keyseller-Seite, die Spiele billiger anbietet, wie zum Beispiel aktuell ist es Cyberpunk oder Maneater, was rausgekommen ist, das nächste SpongeBob-Spiel oder Death Stranding, alles eigentlich, ne? Mhm. Und da kann man halt Sachen billiger kaufen. Es gibt auch lustige Sachen, wie zum Beispiel Deal des Tages oder so. Zu diesem Zeitpunkt ist zum Beispiel Dark Souls 3 drin. Kostet auf Steam vielleicht 60 Euro, wenn es nicht im Angebot ist. Normalerweise auf Instant Gaming kostet es normalerweise 13 Euro. Und weil Deal des Tages ist, ist es um 85% reduziert. Und kostet aktuell nur 9 Euro zum Beispiel. Dark Souls 3 für 9 Euro würde ich sofort zuschnappen, weil ich das Spiel mega geil finde. Solche Beispiele, also es hat echt coole Aktionen, wie ich finde. Sowas wie Green Hell kostet 11 Euro. Cyberpunk 43, was ich für ein Spiel, was noch nicht mal raus ist, günstig finde. Nächstes SpongeBob-Spiel kostet 23 Euro, was auch 23% billiger ist. Solche Sachen halt. Und, wenn ihr das über unseren Link quasi macht, ihr geht auf unseren Link. Wie du diese Mr. Burn-Stellung schon hast. Ja, ausgezeichnet! Über unseren Link. Kauft ein Ei, meine Freunde. Und wenn ihr das über unseren Link macht, kommt ihr auch ganz normal auf die Startseite von Instant Gaming. Wenn ihr dann aber, nachdem ihr auf unseren Link geklickt habt, auf der Startseite, und dann irgendein Spiel kauft, über unseren Link quasi. Nachdem ihr über unseren Link geklickt habt und dann ein Spiel gekauft habt, kriegen wir von diesem Kauf 3% ab. Das heißt aber nicht, dass ihr das dann noch mehr bezahlen müsst. Quasi, Dark Souls kostet wie gesagt aktuell 8,90 Euro. Zu eurem Zeitpunkt nicht mehr, weil es Deal des Tages ist. Und von diesen 8,99 Euro würden wir 3% abkriegen. Das heißt, von dem Kauf, was normalerweise 100% an Instant Gaming geben würde, geht nur 97 hin und wir kriegen 3 davon. Weil ihr durch unseren Link darauf gekommen seid. Das heißt, ohne dass ihr mehr Geld ausgibt, könnt ihr uns nochmal unterstützen. Was wir alles wiederverwenden würden für Sachen wie Equipment, Games oder sonstiges. Alles, was. Also, wir würden es halt quasi für dieses Hobby, für unsere Leidenschaft, also, wenn es meine zumindest ist. Holger und Bernd, keine Ahnung. Und also für YouTube halt wiederverwenden. Oder für Twitch im Zweifelsfall. Ja? Ja, also, für dieses Hobby quasi. Fürs Hobby als Creator. Dafür würden wir es dann auch direkt wieder verwenden, ohne dass ihr es, wie gesagt, mehr bezahlen müsst. Das ist natürlich nur freiwillig, wie gesagt. Es funktioniert einfach so, wenn ihr was kauft. Das heißt, wir zwingen euch jetzt nicht, okay, kauft jetzt ein Spiel, damit wir Geld kriegen. Einfach, dass ihr wisst, okay, die gucke ich seit langem und die kann ich jetzt sogar unterstützen, ohne dass ich großartig was machen muss. Klar, ja, falls ihr neue Spiele kaufen wollt, guckt einfach auf der Seite, vielleicht ist das Spiel da dabei und dann. Genau, ich zum Beispiel, man kann ja Lesezeichen machen, beziehungsweise so eine Tabs,
Tabs machen auf der Startseite. Ich habe da alles drin, so Twitter auf meiner Startseite, Gmail, unsere YouTube-Kanäle, WhatsApp Web und Instagaming oder so. Und da könnt ihr zum Beispiel unseren Link einfach hinpacken, dann müsst ihr den nicht extra raussuchen oder so. Da klickt ihr mal darauf, wenn ihr den da eingespeichert habt und habt direkt unsere mit direkt unserem Link einfach auf der Startseite. Easy. Es sind natürlich also Vorschläge, also es ist wie gesagt einfach freiwillig. Wenn ihr es nicht machen wollt und einfach sagt, nee, ich kaufe lieber über Steam direkt oder so, das ist mir doof. Ich habe extra bei Instant Gaming geguckt. Instant Gaming ist eine Seite, wo die auch trustworthy ist quasi, also die vertrauenswürdig ist. Es gibt viele Seiten wie was weiß ich, G2A oder sonst irgendwelche Sachen, wo es wo Keyseller sind nicht immer geil. Und wo zum Beispiel G2A ist ein gutes Beispiel, weil da hat Witcher-Entwickler, wie heißen die nochmal? CD Projekt Red, die hatten sich letztes Jahr darüber beschwert, dass die kein Euro oder kein Dollar davon abkriegen, weil das alle illegale Keys sind. Und deswegen abgeraten davon zu kaufen zum Beispiel. Und solche. Achso. Und Instant Gaming ist eine Seite, die komplett okay ist. Das ist auch eine Seite, die viele YouTuber schon nutzen oder so als Partnerschaft und wir halt auch. Also ich habe extra geguckt, okay, die Seite ist komplett okay, die Entwickler kriegen davon was ab. Klar, man kann natürlich sagen, okay, EA hat zum Beispiel genug Geld, aber es ist natürlich komplett ehrlich, hier was zu kaufen, es ist auch billig und was weiß ich, Indie-Studios zum Beispiel, was weiß ich, wie Green Hell zum Beispiel kostet, wie gesagt, hier 11 Euro, anstatt 20 oder so, ja, 20 müsste es sein. Und die Entwickler kriegen davon was ab. Das heißt, also alles komplett legit, alles okay. Alles und happy. Die meisten geben hier 5-Sterne-Bewertung ab. Wie gesagt, viele YouTuber und Streamer nutzen das hier schon und sind gute Angebote. Man kann jeden Tag mal vorbeischauen, weil es gibt immer coole Aktionen und so. Man kann Sachen auf die Wunschliste packen. Wenn Sachen ausverkauft sind, kann man eine E-Mail sagen, hier per Mail benachrichtigen, wenn es wieder da ist oder sonst irgendwas. Alles easy. Man kann es super einsortieren, nach Genres, nach der Plattform, alles möglich. Und wie gesagt, ihr unterstützt uns, ohne dass ihr viel mehr bezahlt oder beziehungsweise überhaupt mehr bezahlt. Weil ihr quasi im Vergleich zu Steam oder so weniger bezahlt und trotzdem nicht für die Keyseller extra was bezahlt, weil ihr unterstützt uns einfach ohne mehr zu bezahlen. Nochmal! So. Genau. Und du meintest gerade andere Plattformen, also nicht nur PC-Spiele oder wie ist das da? Ja, genau, Sven. Danke der Nachfrage. Auf Switch, PlayStation, Xbox kannst du da auch einkaufen. Oh, das ist geil. Wie gesagt, es gibt extra alle Möglichkeiten, die du machen möchtest. Du kannst Plattformen auswählen, Steam, Origin, aber auch, was weiß ich, Bethesda hat einen eigenen Launcher, Microsoft Store hat einen eigenen Launcher, aber du kannst auch einfach gucken nach PlayStation, nach Mac, Linux kannst du gucken, zum Beispiel Xbox, Switch, easy. Und wie gesagt, auch mit Genres, ob du jetzt, okay, ich möchte Genre, ich spiele für den 3DS, spiele für Switch, soll ein Multiplayer-Spiel sein, soll ein Koop-Spiel sein, Indie, Gutschein geht auch. Oh, das ist auch. PlayStation Plus, solche Sachen. Nach Nintendo-Mitgliedschaft oder Simulation, Action-Spiel, Abenteuerspiel, ein Shooter, alles möglich gezielt danach zu suchen. Man kann nach Preis sortieren, man kann nach Benutzertest sortieren, wie gut das bewertet wurde von den Insta-Gaming-Nutzern und wie viel Prozent ein Spiel reduziert ist, zum Beispiel einfach nur. Damit man nach den großen Rabatts gucken möchte. Man kann auch einfach danach gucken, okay, ist auch zugänglich für meine Seite. Möchte nur Spiele haben, keine DLCs angezeigt bekommen. Also das ist sehr vertrauenswürdig, diese Seite. Nicht schlecht. Und da würden demnächst auch Werbespots auf euch zukommen. Die wäre so quasi, falls ihr unsere Podcast damals verfolgt habt, kamen unsere Soundcloud-Werbespots immer davor, am Anfang. Quasi als Intro-Ersatz. Und die würden wir dann eher am Outro bringen, das so als kleine Erinnerung, um natürlich nicht alle Leute abzuschrecken, weil wir wollen nicht jedes Video anfangen mit Werbung. Deswegen beenden wir es einfach damit, weil sobald das Video vorbei ist, kommt nur noch das Outro. Deswegen wird es dahin gehängt. Deswegen auch da oben, deswegen steht auch oben links auch Hashtag Werbung, weil es ist auch nicht bezahlte Werbung. Fizze Gaming. Seid ihr gekauft habt was, dann ist das bezahlt. Für uns. Aber wie viel bezahlt ihr denn extra, Sven? Weißt du, was wir mal sagen? Wenn die uns mit über unseren Link kaufen.
Die bezahlen gar nicht 6er. 0,0. Genau. Zum Beispiel, als Beispiel, wir kriegen 3% davon ab, haben wir ja gesagt. Bei einem Spiel, was 42 Euro kostet, wäre das, wie zum Beispiel aktuell Cyberpunk, wäre das 1,03 Euro. Ist nicht viel, aber man kann sich vorstellen, wenn es ein paar Leute machen, dann kommen da ein bisschen was zusammen. Und wie gesagt, hey, jede Unterstützung ist für uns viel wert. Auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, alles wie man möchte, wenn man sagt, nee, danke, ist es absolut okay. Die meisten, die bis hierhin nicht schauen, ist es absolut okay, weil ihr unterstützt uns sowieso. Ah, mit YouTube, mit unserem Hobby, indem ihr Kommentare schreibt, indem ihr Likes macht. Deswegen, wenn ihr nicht wisst, was ihr in den Kommentaren schreiben sollt, einfach Algo oder ich, was weiß ich. Hi. Erster, scheißegal. Und ihr unterstützt uns damit. Aber wenn ihr zum Beispiel noch sagt, okay, ich will noch einen Schritt mehr machen oder so, oder ich will einfach ein Spiel kaufen, ne? Wir können ja an uns denken. Damit. Genau. Es ist, wie gesagt, ab heute unter jedem Video, was diesen Joystick hat. Damit ihr das seht. In der Videobeschreibung, unter den Hashtags, da ist der Affiliate-Link zu Instagaming. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Ihr müsst ja nichts direkt kaufen, ihr könnt einfach mal rumgucken. Genau. Genau. Deswegen, Leute, das war's auch schon. Hiernach kommt kein Werbespot, den müssen wir jetzt mal noch aufnehmen. Das machen wir jetzt nicht mehr heute. Das sind jetzt 3 Stunden. Weil das wird 3 Stunden dauern. Pro Werbespot, sowas. Damals ja gedauert vom Podcast. Und ihr werdet jetzt sagen, aber da ging ja nur eine Minute. Ja, das ist ja das Traurige. Das war schon lustig damals. Und jetzt haben wir 2 vor, deswegen 6 Stunden. 6 Stunden. Wir planen mal 6 Stunden ein. Obwohl wir sind jetzt ein bisschen professioneller geworden, also wir sind jetzt ein bisschen geübter, also würde ich sagen, 4 Stunden. Okay. Also wir haben jetzt ein bisschen Berufserfahrung. Wir wurden auch unterbrochen, also im Endeffekt waren die anderen alle schuld an unseren 3 Stunden. Genau. Sind wir sein. Ist nicht sowas. Das war so geil damals. Im Zweifel kommt mal irgendwann ein extra Video mit den ganzen Fails, die daraus entstanden sind. Schauen wir aber mal. Aber erstmal war's dann, Leute. Das war quasi einfach nur ein Video für Eigenzweck. Deswegen das erste Hashtag Werbung-Ding. Ne, das zweite eigentlich. Aber das erste Hashtag Werbung-Ding auf diesem Channel. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für die Unterstützung bisher immer. Vielen Dank für zukünftige Unterstützung, wie auch immer. Ist ja alles freiwillig, aber wenn ihr uns helft, wenn ihr uns unterstützt, einfach nur ein dickes, fettes Danke. Ist auch absolut anonym, also im Übrigen steht da nicht, Mirko kauft Porno-Keller Simulator 2012 oder so. Da steht nichts, also wir kriegen einfach, da steht aber nur, wie viel wir schon gesammelt haben, quasi an unsere 3% pro Kauf. Genau. Also keine Sorge deswegen. Ich kriege keine Mail oder sonst irgendwas. Deswegen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei den zukünftigen Videos. Und haut rein. Ciao. Ciao.